Hallihallo und willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales, Teil 2. Ja, mit mir, dem Daniel, bei Alles für euch kommentiert. Yo! Beim letzten Mal haben wir uns von dem X hier den Meißel geholt, weil der hat ja keinen richtigen Hammer dafür. Haben wir ja gelernt, das kann ganz furchtbare Konsequenzen haben, wenn da hier Funken springen und so ein Zeugs. Und ja, ansonsten haben wir noch so als Meta-Aufgabe aktuell einen Golem zu bauen. Da müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen. Und ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe gerade, glaube ich, nicht mehr so ganz auf dem Schirm, wie wir jetzt weitermachen müssen. Könnte es sein, dass wir in die Magierschule zurück müssen? Aber ich gucke jetzt nochmal Richtung unten nach zum Gasthaus. Noch irgendwas ist aktuell. Ach ja, wir haben das Handzeichen gelernt, natürlich. Genau. Ah, Timmy ist auch schon wieder da. Gucken wir erstmal, ob wir das mit dem Handzeichen hinbekommen. Ja? Ich bin's wieder. Mach die geheimen Zeichen. Also schön. Oh nein. Es geht schon wieder los. So. So und so. Das war nicht richtig. Ich weiß. Ich wollte dich nur testen. Du hast bestanden. Bis später. Mist, das war's noch nicht. Moment, ich guck. Moment, einmal probieren wir es noch. Ich habe noch eine Idee, wie das gewesen sein könnte. Ja? Ich bin's wieder. Mach die geheimen Zeichen. Also schön. Also ich glaube, so weit war ich dann gar nicht weg, oder? Erst die drei Finger? Dann vielleicht zwei. Und dann dieser hier? Das war nicht richtig. Auch nicht? Ich weiß. Okay, dann müssen wir tatsächlich nochmal hoch zu dem anderen. Das habe ich jetzt mir irgendwie gar Mist. Nicht gemerkt. Das war's noch nicht. Vor allem, dann macht das noch selber am Gefängnis, ne? Ich habe noch so die Riesenhoffnung, dass er das dann auch selber macht. Aber nein, das muss ich auch merken. Ich habe schon vermutet, dass es so ist wie bei dem Vieh auf der Pirateninsel. Ey, meine Güte. Also, wir brauchen noch ein Zeichen. Hallo? X? Psst! Was ist? Bist du es wirklich, X? Klar! Mach das Zeichen! Okay, alles in Ordnung. Ich hab das erst jetzt nicht verstanden. Moment Bist mal. Bist du es wirklich, X? Klar! Mach das Zeichen! Also wir haben diesen Spock dabei, glaube ich, ne? Drei Finger und okay, dann die alles äußeren in Ordnung. Beiden. Tja, dann... Pass auf! Boah. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich besser vorbereitet bin. Also gut, wir probieren es aber nochmal. Das zweite war doch, glaube ich, dieses Spock-Zeichen, oder? Ich bin echt nicht gut, mir sowas zu merken. Ja? Ich bin's wieder. Mach die geheimen Zeichen. Also schön. Da ist sogar kein Spuckzeichen. Super, jetzt weiß ich's wieder nicht. Ich hab's doch gerade gesehen, warum weiß ich's nicht? Das vielleicht? So. Korrekt. Ich schätze, du bist tatsächlich einer von uns. Hab ich doch gesagt. Hier, nimm die. Die kannst du in der Oberstadt aufhängen. Das war jetzt so ein bisschen Ausschlussverfahren. Eigentlich geht es mir um den Ton. Ja, ja. Hier hast du auch etwas Ton. Möge dieser Klumpen reiner Erde der guten Sache dienen. Das wird er. So, und dann noch dieses Loch. Das wird für eventuelle Giftgasangriffe reichen. Der Rest des Tons ist für den Golemkopf.
Ein bisschen Ton schon verschwendet, Mann. Hätte unser Golem viel mächtiger werden können, also. Also schön. Wie soll mein Golem aussehen? Was? Oh, wir bauen uns einen Sith. Ah, der schaut gut aus hier. Der schaut aus wie aus Star Wars. Ja, genau so gefällt er mir. Also los. Die Augen? Ja. Die Nase? Die ist knifflig. Und natürlich die Mundöffnung nicht vergessen. Das ist es. Perfekt. Das sieht nicht aus wie das. Sollte es dem Direktor und der Ratsvorsitzenden gelingen, mich aus der Schule zu werfen, werde ich Töpfer. Oder Golem-Kopfgestalter. Das ist nicht das, was ich bestellt hatte. Der Kopf meines Golems. Er sieht exakt so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber nicht, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber ich muss vorsichtig sein. Noch ist er nicht gebrannt und verformt sich leicht. Das würde doch bedeuten, wir müssen den über den Feuer herbrennen, oder? Auch nicht? Wir reden mal mit Timmy. Da bist du ja wieder. Was hast du herausgefunden? Viele Akten voller Listen und Zahlen. Nichts Verdächtiges. Aber in einer Akte stand ein Eintrag, der mit Tür überschrieben war. Darunter standen vier Zahlen. 4, 60, 9, 41. Ich habe sie aufgeschrieben, damit ich sie nicht vergesse. Das hast du wunderbar gemacht. Diese Zahlen sind garantiert der Code für die Tür. Danke für deine Hilfe. Du weißt, wo du mich finden kannst, wenn du nochmal Hilfe brauchst. Hast du vielleicht Lust, mich zu begleiten? Eventuell kann ich irgendwo einen kleinen Partner gebrauchen. Wow, klar! Habe ich den jetzt im Inventar bekommen, den Timmy? Tatsächlich. Unternehmungslustige Timmy. Also eigentlich könnten wir ja nochmal in die Zauberschule hoch. Die 4, Notiz. 60, 9, 41. Das sind die Zahlen, die Timmy in den Akten des Direktors gefunden hat. Genau. Sie sollten mir bei der magischen Tür des Lehrerzimmers weiterhelfen. Das ist der Plan. Wo ist denn hier? Da ist die Postkarte. Dann können wir hier nämlich in die Schule rein. Moment mal, ich guck nochmal gerade. Ich bin ja so gut im Merken. Was ist 4, 60? 4, 60, 9, 41. Das sind die Zahlen. Sie so. 4, 60, 9, 41. Hallo? Wie lautet der Zugangscode? Der Code lautet 4, 60, 9, 41. Korrekt. Solltest du dann jetzt nicht aufgehen? Ich kenne Ihre Stimme nicht. Sie wurden mir von Direktor Bloch nicht vorgestellt. Ach komm schon. Aber ich habe den Code. Ich verfüge über ein zweistufiges Sicherheitssystem. Der richtige Code muss angegeben werden und dies muss in der Stimme eines mir bekannten Lehrers geschehen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich glaube nicht, dass das mit dem Imitieren funktioniert. Ich bin's, Direktor Bloch. Ich verfüge zwar über keine Sehorgane, aber ich habe hervorragende Ohren. Sie sind nicht Direktor Bloch. Die Tür lässt sich nicht so leicht hereinlegen. Der Code muss in der Stimme von Direktor Bloch gesprochen werden. Das ist ein Problem. Wir bräuchten irgendeine Aufnahme oder so von dem. Kann der mir weiterhelfen? Kann der mir überhaupt irgendwo weiterhelfen hier gerade? Nee. Hallo? Wie lautet der Zugangscode? Ein Code und eine Stimmerkennung. Warum solch ein Aufwand für ein Lehrerzimmer? Immerhin befinden wir uns in einer Schule für Magie. Die Schüler verfügen über Einfallsreichtum und erstaunliche Fähigkeiten. Braut ein Schüler einen Vielsafttrank und verwandelt sich in einen Lehrer, fehlt ihm trotzdem der Code. Und wer den Code irgendwo her hat, aber kein Lehrer ist, kann ebenfalls nicht eintreten. Aber ich bin Lehrer.
Wenn Sie Lehrer an dieser Schule wären, wären Sie mir von Direktor Bloch vorgestellt worden. Ja, hielt das wohl nicht für nötig. Ich muss weiter. Ich habe noch etwas unten in der Stadt zu erledigen. Mir egal, ich bin nur eine Tür. Tja, sehr interessant. Können wir denn hier noch was uns in dem... Oh, wir könnten hier... gut, das ist für die Tinte, ne? Das ist für die Tinte, aber vielleicht können wir den Timmy... Kann der Timmy, ist der irgendwie leicht oder schwer genug? Nee. Also mit dem kann ich auch nichts machen hier. Boah, wofür ist der denn jetzt gedacht hier, der Timmy? Hallo, Jorge. Wilbur. So, das mit den Krokodilzähnen und Drangschweiß haben wir schon probiert. Das kriegen wir nicht von ihm. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Bis dann. Außer natürlich, Timmy, der hier irgendwo was stibitzen könnte. Auch nicht. Vielleicht kann Timmy ja was... Eine Kanalisation. Ja, okay. Ich dachte, warum sollte ich Timmy nach Hause schicken? Er will mithelfen und hat mehr Mut als die meisten. Verstärkung holen? Mensch, Timmy, was mache ich denn mit dir jetzt da? Mit Stadtwache reden? Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. Und je weniger ich mit ihm reden muss, desto besser. Also wir müssen auf jeden Fall noch den Ton brennen, in den Kopf. Wir haben ja auch diese Feuerstelle, aber was... Mit irgendwas, Das gehört im Prinzip schon zusammen. Nur fehlt der Torso dazwischen. Jo. Was mache ich denn mit... Ein Lieferschein der Firma Bessere Welt Eisenwerke. Dieser magische Pisspot ist von denen. Ja, was mache ich damit? Wir brauchen irgendwie ein Aufnahmegerät, ein Diktiergerät oder so für den Bloch. Es gibt einen ganzen Haufen Paragraphen hier. Ja, das haben wir alles schon gehabt. Das Blatt ist so klein und dicht beschrieben, dass es selbst nüchtern schwierig ist, den Text zu entziffern. Paragraph 9 zum Glück. Genau, haben wir schon gehabt, die letzten Folgen. Herr Direktor Bloch? Ja? Anscheinend reicht es nicht, den Code für die Tür zum Lehrerzimmer zu kennen. Man muss der Tür auch noch vorgestellt worden sein. Richtig. Die Tür merkt sich anhand der Stimme, wer Zutritt hat und wer nicht. Und wer hat Zutritt? Momentan nur ich. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Lass uns gerade mal ein bisschen durchfragen. Wenn du Magier bist, Zloff, weißt du dann, wie man Golems baut? Habe mich nie damit beschäftigt. Doch! Hast lang versucht, Golem zu bauen, warst nur zu bescheuert. Das ist gänzlich unwahr. Das waren nur Spielereien. Also, ich will einen Golem bauen und ich kenne auch die richtige Beschwörungsformel. Kannst du mir helfen? Ich? Nein. Ich will damit nichts zu tun haben. Psst, Willibur. Ja? Was flüstert ihr da? Ich mag keine Flüstereien hinter meinem Rücken. Rücken? Zloff immer lauschen. Wir hören, Zloff. Haben Grump und du viele Geheimnisse voreinander? Nicht sonderlich. Ich mag es nur nicht, wenn Grump etwas hinter meinem Rücken austüftelt. Meistens endet das in einer Katastrophe. Vielleicht bist du zu streng mit ihm. Heute Nachmittag wollte er mit Küchenmessern jonglieren. Ich habe es gerade noch rechtzeitig gemerkt. Hätte funktioniert. Nein, hätte es nicht. Und es sind auch meine Finger.
Zloff tüchtig geschimpft mit Grump. Zloff immer genervt. Kann ich mir vorstellen. Ich habe ja auch allen Grund dazu. Das Gasthaus, die viele Arbeit und dazu muss ich noch Babysitter spielen. Vor lauter Schimpfen habe ich die Zeit vergessen und bin nicht mehr rechtzeitig zur Bäckerei gekommen. Alles deine Schuld, Grump. Bäh. Die Bäckerei oben bei der Wache? Zu der gehe ich auch gerne. Zu welcher Bäckerei gehst du denn immer? Ich gehe gerne zu der oben bei der Wache. Oh, sie haben diese wunderbaren Pralinen. Ich gönne mir jeden Abend eine oder zwei. Man sehen, Zloff ganz schön fett geworden sein. Erstens stimmt das nicht und zweitens ist es Frustspeck, weil ich mich mit dir abgeben muss. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Also wir haben da noch Pralinen. Okay, dann weiß ich, glaube ich, auch, wo ich oder was ich mit Timmy jetzt anstellen darf. Hallo, Grump. Hat Grump noch was? Oh, Willibur. Psst, Grump. Was wolltest du mir sagen? Ich sagen wollte... Ihr flüstert ja schon wieder. Wenn wir lauter sprechen, Zloff uns hören. Tch, hört einfach auf, hinter meinem Rücken zu flüstern, in Ordnung? Gut, leid tun. Wollen alkoholfreien Drink als Entschuldigung? Oh, nein. Einmal konntest du mich vielleicht mit Alkohol ausschalten, aber nicht nochmal. Grump hat dich mal mit Alkohol betäubt? Zloff werden todmüde schon vom klitzekleinen Fingerhut voll Alkohol. Zloff wie kleines Mädchen mit Zöpfen. Ich habe eine Alkoholunverträglichkeit. Oder vielleicht auch eine Allergie. Was wolltest du mir denn nun sagen, Grump? Also nochmal was. Nein! Zloff lauschen! Ich nicht sagen, solange Zloff zuhören. Puh, ich gehe hier nicht weg. Tschüss, Grump. Ciao! Muss ich den selben Trick schon wieder anwenden wie im ersten Teil, ja, mit dem Alkohol. Also gut, wir brauchen erstmal diese Pralinen, ja. Vielleicht können wir Zloff damit bestechen, wenn wir Pralinen haben. Wäre ja eine Möglichkeit. Und wie genau soll mir der Stadtschlüssel jetzt weiterhelfen? Ich sehe kein Schlüsselloch. Cool. Ah, das ist wie so ein Autoschlüssel. Mhm. Mit, ja, Funkmelder. Bräuchte nochmal so zwei Pralinen. Kommt der vielleicht doch da in die Bäckerei? Hey, Timmy. Glaubst du, du könntest einen Weg durch die Kanalisation in die Bäckerei finden? Klar, könnte ich. Und könntest du vielleicht eine Praline ausleihen? Nein, aber ich kann eine klauen. Ich weiß nicht. Ich möchte dich nicht dazu anstiften, etwas Illegales zu tun. Es ist für Ratten nicht verboten, Lebensmittel zu stehlen. Man erwartet es geradezu von uns. Tatsächlich? Klar. Oder hast du schon mal gehört, dass eine Ratte wegen Mundraub ins Gefängnis geworfen wurde? Hm, das stimmt. Dann los. Hoffentlich klappt's. Da flitzt er am Dach. Da ist Timmy. Er ist drin. Hm. Sieht aus, als könne er nur eine Sorte Pralinen mitnehmen. Boah, rot oder blau? Eine rote. Bring das nicht in eine blaue, oder? Er hat's verstanden. Er macht sich mit der roten Praline auf den Weg nach... oben? Was hat er denn vor? Wilbur! Da bist du ja. Die Praline, fang! Jetzt du. Nicht nötig. Ob wir auch noch eine blaue bekommen können? Na, wie habe ich das gemacht? Große Klasse, Timmy. Rot verpackte Praline. Hm.
Nochmal. Ich glaube, wir könnten noch eine Praline gebrauchen. Eine blaue dieses Mal. Ah, schön. In Ordnung. Das nimmt mir das Spiel jetzt wieder ab, ja. Muss ich nie nochmal draufklicken, ob ich eine rote oder blaue haben möchte. Hätte ja auch eine zweite rote haben wollen können. Da ist er. Und ab aufs Dach. Wenn er jetzt dieser Eiszapfen von da oben runterfliegt, dann ist Wilbur auch durchgespießt, ne? Lup. Oh, gute ich Arbeit. Würde mal sagen, wahrscheinlich ist eine alkoholisch und eine nicht alkoholisch. Und eine rot verpackte Praline aus der Bäckerei. Ich würde sie liebend gern essen, aber ich glaube nicht, dass uns das weiterhelfen würde. Eine blau verpackte Praline aus der Bäckerei. Ich würde sie liebend gern essen, aber ich glaube nicht, dass uns das weiterhelfen würde. Ich schätze mal, wir müssen die Verpackungen tauschen, ne? In Ordnung. Ich tausche die rote gegen die blaue Verpackung. Fertig. Und dann wieder zurück ins Gasthaus. Es ist schon ziemlich recht leicht vorhersehbar, was das Spiel an der Stelle möchte. So, Schau mal. Ich habe dir eine Praline besorgt. Och, das ist nett gemeint, aber das sind die Falschen. Die Roten sind mit Alkohol. Alkohol machen Schlaf müde. Ich fürchte, das stimmt. Ich esse nur die Blauen, ohne Alkohol. Tja, es war gut gemeint. Gut, dass wir ganz zufällig auch eine blaue Praline da haben, mit dem Inhalt von der roten Praline. Möchtest du noch eine von deinen Lieblingspralinen ohne Alkohol? Och, natürlich. Ups. Aua. Schlaf, K.O. Sehr schlauer Plan, Willibur. Diesmal ohne Alkohol. Der Aufprall war ziemlich heftig. Vielleicht sollten wir einen Arzt holen. Nein, Ogerschädel und kaputtbar. Also schön, wenn du meinst. Was wolltest du mir denn sagen, Grump? Ich hoffe, das war es wert. Grump haben Golem. Oder Teil von Golem. Der Golem deines Bruders? Nein, anderer Golem. Grump haben gekauft. Wie, Grump hat einen Golem? Warum sagt er mir das jetzt erst? Und warum hab ich den noch nicht? Warum hast du einen Golem gekauft? Und warum darf Zloff nichts davon wissen? Zloff immer so viel arbeiten. Viel Stress, viel Streit. Grump Angst, wenn weiter streiten, Zloff ihn eines Tages verlassen. okay. Sehr wahrscheinlich. Grump deswegen Golem gekauft, soll aushelfen in Gasthaus, Zloff und Grump Urlaub machen. Ich verstehe. Und weil Zloff schlechte Erfahrungen beim Golembau hat, wolltest du den Golem vor ihm geheim halten, bis er fertig ist. Mhm. Und wie hat er das denn gemacht, ohne dass Zloff was mitbekommen hat? Wo ist der Golem? Oder seine Teile? Hier! Ist kaputt! Ja, ich sehe es. Grump mehr Teile kaufen, dann anbrüllen, bis Golem lebendig wird. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, Zloff würde hören und schimpfen. Grump nicht sollen spielen mit magischen Dingensbummens. Willibur muss Golem bauen. Dann Grump aufhören, sich über Größe von Willibur lustig zu machen. Aber gerne doch. Du hast dich nie über meine Größe lustig gemacht. Willibur so klein, Mäuse sagen Zwerg zu ihm. Grump das nicht mehr sagen, wenn Willibur helfen. Also schön. Wie wäre es damit? Ich helfe dir und baue den Golem. Aber bis zur Wahl gehört er mir und ich kann mit ihm machen, was ich will. Nach der Wahl bringe ich ihn zurück und der Golem kann dir und Zloff hier im Gasthaus helfen.
Okay. Oh. Was ist passiert? Zlopf seine Schlafmütze. Bis dann, Grump. Ja, können wir den einpacken? Der ist ja größer als Wilbur. Hervorragend. Was haben wir hier? Ein Torso und sonst nichts. Arme, Beine und Kopf fehlen. Da sind ein paar kleine Zettelchen aus der Bruchstelle gerutscht. Mähe er den Rasen, dann wasche er das Geschirr, dann hacke er einen Korb voll Feuerholz. Dann tue er nichts. Vorwärts, 2, 3, 4 links, 2, 3, 4 rechts, 2, 3, 4. Hör auf, bei den Göttern, hör sofort auf. Das müssen alte Befehle sein, die jemand dem Golem in den Mund gesteckt hat. Also ist kein neuer Golem, ja? Der Torso scheint gut in Schuss zu sein, wenn man davon absieht, dass er an der Hüfte abgebrochen ist. Er ist aus irgendeiner Art Stein, würde ich sagen. Sieht ziemlich schwer aus, obwohl er hohl ist. Am besten lasse ich ihn liegen und montiere die fehlenden Teile hier. Befürchtet, aber wir haben ja zum Glück ein paar fehlende Teile schon. Das wäre einmal hier der Kopf. Nein, erst muss ich den Kopf brennen. Ich will keinen Golem mit weicher Birne. Doch. Auch wahr. Es sind vielleicht keine typischen Golembeine, aber sie sind hochmotiviert. Der Meißel vielleicht als Arm? Nee, ne? Mm-mm. Auch nicht. Ich kleistere lieber die Stelle ein, wo ich die Plakate hinhängen will. Das dürfte weniger Sauerei machen, als es andersherum zu versuchen. Okay, dann müssen wir jetzt irgendwie noch den brennen. Nicht den Los, Quatsch, den Golem im Kopf. Was mache ich denn jetzt noch? Also, wie kriege ich denn da einen Hammer? Nee, Hammer als Arm ist wohl auch nicht so. Wie brenne ich denn jetzt den Golem im Kopf? An der Feuerstelle wärmen sich in kalten Nächten normalerweise Bürger und Besucher des Gasthauses. Papier? Holz? Alles ist da. Nur niemand, der sich aufwärmen will. Habe ich irgendwas zum Feuer machen? Ein kleiner Feuerzauber kann nicht schaden. Ignifaxius Ignisfero. Ah. Ja, das Ding jetzt einfach über ein Feuer zu halten. Na, mal schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tonskulpturen so nicht gebrannt werden. Nein. Aber wer sollte sich über solche Kleinigkeiten schon aufregen? Okay, wir haben einen gebrannten... Oh Mann, was für ein... Naja, ich sag dazu jetzt mal nix. Logik und so. Ist ein Point-and-Click-Adventure ja sowieso mehr relativ weit weg. Fehlen noch Arme wahrscheinlich, oder? Ich bin fast fertig. Es fehlen nur noch ein paar Arme und ich habe einen perfekten Golem gebaut. Wo krieg ich denn jetzt Arme her für das Ding? Meißel? Nee. Eine Praline mit dem... mit der Praline kann ich auch nichts anfangen. Zauberstab. Ja, was mache ich denn jetzt mit dem Arme jetzt noch her? Probier gerade mal blind. Nee. Ja. Super. Timmy kann ich nichts anfangen. Die Notiz. Das ist für das Zimmer. Die Protestplakate. Mal gucken. Du magst die Protestler bestimmt nicht, oder, Grump? Alle Spinner. Gefährliche Spinner.
Warum gefährlich? Wonnen machen alles anders, alles neu. Dabei früher alles besser. Grump wollen nicht, dass Dinge ändern und wollen, dass alles wieder wird wie früher. Aha. War es früher so viel besser, ja? Sehr konservativ. Was hältst du von den Forderungen der Protestler, Zloff? Es gefällt mir nicht, dass sie unsere Gäste fernhalten. Und mit vielen ihrer Forderungen schießen sie weit über das Ziel hinaus. Aber es ist gut, dass sie Dinge hinterfragen. Auf ihren Schultern können sich klügere und besonnenere Leute Gedanken machen, wie man die Welt tatsächlich verbessern kann. Okay, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als beim nächsten Mal irgendwie Arme für den Golem zu finden. Das heißt, die fehlen uns noch, dann haben wir den Golem beieinander, dann können wir den zum Leben erwecken und Befehle erteilen. Ja, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Danke fürs Zuschauen. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, dann bis dahin. Noch einen schönen Tag. Tschüss.